So, willkommen, hey, Freunde. Hey, willkommen. Zu einem weiteren homoerotischen Podcast hier. Es geht wieder los, Digga, es geht wieder los. Ja, Mann, los. Es geht wieder los. Ich war bei Billy zu Hause. Also, die Mutter, ja. Die Mutter ist gottesfürchtig auf jeden Fall. Sie hat mir einen Keks gegeben, wer es in Instagram-Story verfolgt hat. Ja. Es gab eine süße Lasagne. Ja, die hat mir nach der Lasagne sogar einen Keks gegeben. Das hast du nicht gesehen, ich habe es aber in Instagram gepostet. Also. Erstmal danke nochmal für den geilen Livestream, Leute. Auch ich danke euch, Freunde, für den geilen Livestream. Das war echt dope, Alter, gestern. Ja. Das ist echt gestern krank. War der Hammer. Ja, das ist echt krank, wie aktiv die hier sind, Alter. Das sind so aktiver als ein aktiver Spritzer. Also, das Thema, worüber wir heute reden, ist leider nicht so lustig, wie wir eigentlich drauf sind. Also das ist leider echt nicht schön, was bei den Amis da so läuft. Und wir dachten einfach so, weil wir haben eine ziemlich junge Community, auch ziemlich viele Menschen, die so Pranks, wow, oder irgendwie so wegen Kleinigkeiten streiten. Wir dachten, es ist ein wichtiges Thema aufzugreifen, und zwar auf jeden Fall. Ist echt krass. Es geht, sag mal du, worum es geht. Ja, also du hast mir das ja eben gerade erzählt. Ja. Call of Duty Gamer, ich denke mal, das spielen sehr viele auch aus der Community, ne? COD. Die hatten anscheinend einen Streit. Ja, so einen ganz normalen Streit. Es ging da ein bisschen um Geld. 1-2 Euro. 1,50. Genau. Und das ist ein bisschen eskaliert. Das gibt dann nämlich einen neuen Trend. Was ist das nochmal für ein Trend? Ja, also das ist jetzt nicht der hauptsächlich das Ding, was hier passiert ist. Aber es gibt jetzt ja so kleine Trends. Ich prank den, ich rufe den und den an zum Beispiel. Die rufen dann die Bullen an, ne? Der Polizei, der hat jetzt damit angefangen, der hat die Polizei angerufen, okay, und gesagt, in diesem Haus gab es eine Schießerei, seine Adresse bekannt gegeben. Müsst ihr euch vorstellen, zwei Freunde, die sich kannten. Zwei Menschen, okay, wir sind jetzt nicht privat mit irgendwem befreundet, aber Menschen, die sich auf jeden Fall kannten, so gut kannten, dass sie auch die Adressen wissen, okay. Adresse bekannt gegeben und der Polizei mitgeteilt, es gab eine Schießerei. Ich habe von einer Schießerei gehört. Und dort werden Geiseln gehalten. Den weiteren Verlauf wird euch Billy erzählen, Alter. Das ist echt krank, was da abgelaufen ist. Also, die Typen haben gespielt, die haben sich anscheinend gestritten. Dann hat sein Kollege, hat dann die Polizei gerufen, also in Amerika, in Kansas oder so war das, glaube ich, von wegen Geiselnahme, Schießerei. Und dann sind sie da hingefahren, das SWAT-Team wahrscheinlich, und haben den Typen erschossen. Ja. Und der ist sogar Familienvater. Familienvater von zwei relativ jungen Kindern, kleinen Kindern. Und ihr müsst euch vorstellen, so als ein jemand, der ein Beamter oder ein Polizist oder jemand, der in Gefahrensituationen viel zu tun hat, es ist sehr schwer, dort irgendwie was einzuschätzen. Natürlich ist das die Aufgabe des Polizisten oder der Einsatzkraft, alles richtig abzuschätzen. Aber wir sind Menschen, die fehlerhaft sind, die machen Fehler. Deshalb hat auch jedes Programm, was wir selber erschaffen, immer Fehler und Lücken. Deshalb gibt es auch Hacker, die das ausnutzen können. das ist wirklich so. Das Ding ist, der Typ wollte einfach, als die reingekommen ist, natürlich ist er gebufft. Stell dir mal vor, ich und Reportagen machen jetzt einfach einen Podcast. Da stürmt man einfach rein. Oder ein Livestream. Ja, stürmt man einfach rein, weil ihr zum Beispiel unsere Adresse kennt oder... Keine Ahnung, das ist ja nicht damit so unüblich. Damit kann man unüblich. Einen richtig böse ficken. Ja, es ist aber auch nicht so unüblich. Kennen wir von Tanzverbot zum Beispiel oder von Drachenlord. Einfach ein anonymer Anruf rausgegangen. Ja. Da ist das und das passiert. Und die kommen jetzt zu uns rein. Und ich sehe so von meinen Fenstern und so Polizeikräfte, Einsatzkräfte. Ich werde mir auch denken, what the fuck. Ich wäre geblufft. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll. Und in Amerika greifen die noch viel, viel härter zu, genau, ne? Genau. Der wollte sich ganz andere Liga. Ausweisen. Der wollte sich ausweisen, als die ins Haus gestürmt sind. Und die haben das halt als Bedrohung gesehen, weil das Erste, was ein Sicherheitsorgan lernt, Freunde, ist, den Typen, bei dem man gerade ist oder der verdächtigt wird, zu sagen, Hände runter oder Hände hoch. Zeig mir deine Hände. Ihr müsst seine Hände sehen. Hände hoch. Das ist das Erste, was man sagt. Hände hoch. Die sagen das nicht, weil, keine Ahnung, sie geil drauf sind, eure Achselhaare zu sehen. Oder eure Elle zu küssen. Ja,
Die wollen einfach sehen, was ihr in der Hand habt. Und wenn ihr das nicht tut, sehen sie das als eine Bedrohung und sie dürfen auch rechtlich dann handeln. Das haben die getan. Die haben ihn offensichtlich tausendmal gesagt, Hände hoch. Der hat es in der Stresssituation wohl nicht begriffen und wurde halt niedergeschossen. Familienvater, Ehemann, wie alt war er? 28. 28, zwei Jahre älter als ich. So alt wie Reportagen. Ich bin 84. Weiß man nicht, wie alt ich bin. Ja. Er weiß es selber nicht, er hat es vergessen. Er hat irgendwann mit 84 so Drachenblut getrunken. Das Drachenblut auch gegönnt hat, seitdem altert er nicht mehr. Also das. Ja. Auf jeden Fall, leider ist das Thema jetzt nicht so lustig. Und da sieht man einfach, wie schnell es echt drastisch zugehen kann. Ja, das ist echt so. Und ich glaube, es ist auch ein Trend geworden. Ich habe das auch immer, es gibt, glaube ich, auf YouTube so Twitch-Videos im Livestream, dass die Polizei da die Leute gestürmt hat, ne? Weil irgendjemand angerufen hat. Ne? Oder dieses COD-Gameplaying und man kann ja in-game reden. Ja. In-game chatten, reden, Audio-chatten und so. Ja. Oder TeamSpeak, PlayStation Network, das gibt ja alles jetzt. Ja. Und da versucht man halt Angst einzujagen, so ich weiß, wo du wohnst, ich weiß das und das. Du kennst die Person zum Beispiel und machst ein Prank-Video draus. Ja. Und langsam resultiert daraus etwas viel Ärgeres. Also das ist echt, also jetzt gibt es da, wie gesagt, Todesfälle. Wenn ihr das alles einzeln nachlesen wollt, wir werden euch den Beitrag, welche Seite war das? Keine Ahnung, wir werden euch den Beitrag auf jeden Fall verlinken. Wir werden ihn raussuchen. Irgendeine amerikanische Seite. Amerikanische Seite, ihr müsst euch leider der englischen Sprache mächtig sein oder auch nicht. Ihr schaltet den Seitenübersetzer an. Genau, Google-Übersetzer. Ihr könnt es euch auch gönnen. Und da sind wir irgendwo angekommen, resultieren daraus. Natürlich wollen wir auch wissen, dass ihr uns eure Meinungen in die Kommentare darüber schreibt. Ja, würde mich auch mal interessieren. Empfindet. Das ist echt interessant. Mhm. Wir lesen wirklich jeden Kommentar durch, sei es auf den Kanal, auf den Hauptkanälen, das ist egal. Ja. Wir lesen es wirklich alles durch, okay? Ja. Und aus euren Kommentaren entsteht dann der weitere Content und man kennt sich ja, man lernt sich halt kennen. Deshalb schreibt es bitte in die Kommentare. Und hier kommen auch gerne immer Vorschläge und gerne immer Themen, ist ganz wichtig. Genau. Und hier haben wir halt mit Billy besprochen, wir kommen zu einem weiteren Thema, resultieren daraus und zwar die Privatsphäre und die Adresse, wie. Eigentlich ein Wunder, dass das noch bei keinem deutschen YouTuber so passiert ist, ne? Ja, überhaupt. Also man hat manche Adressen, aber das mit den Adressen anrichten kann heute, verstehst du? Ist der Wahnsinn, ne? Ja, ist der Wahnsinn. Drachenlord zum Beispiel, was sie damals bestellt haben, Alter. Ja. Der wurde ja völlig gefickt. Auch gesehen, wie er dran gelitten hat. Ja, Jetzt leidet er halt auf seinen Twitter-Löschen. Ja. Der wird immer gefickt, Alter. Alter, auf jeden Fall Free-Tanzverbot, Alter. Aber das ist echt nicht lustig, Leute. Das ist echt nicht lustig. Die Person, die jetzt leider Gottes getötet wurde, an der Stelle auch Rest in Peace, die hatte ja meines Wissens nach nichts mit der Online-Welt zu tun. Aber ich meine, ich habe weitergedacht und mir vorgestellt, jemand, der viele Hater hat, zum Beispiel so Apo-Net, ich. Ja. Und uns hält sich das auch im Arm eigentlich, oder? Was ich dann sagen will, weißt du, nicht, dass da jemand auf böse Ideen kommt, wie sowas, verstehst du? So, das ist echt so, was heute mit den Adressen möglich ist und du reagierst einmal falsch drauf und dann bist du schon tot. Also, ihr müsst da echt aufpassen. Ihr müsst da echt aufpassen, was ihr tut online. Und für mich. Wer ist für dich der Mörder jetzt in der Sache? Ist für dich dieser SWAT-Typ, der da reinkam und den niedergeschossen hat, der Mörder? Oder nee, natürlich. Was würdest du da sagen? Ja, ich würde sagen, der Kumpel halt, ne? Natürlich, das ist so, als ob du den Abdruck. Der hätte ja auch was anderes sagen können, statt Geiselnahme und Schießerei. Das ist schon heftig, sowas macht man nicht. Aber ich hab das Gefühl, das wird ein Trend. Weil auf Twitch habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen. Kann man auch auf YouTube eingeben, dass da irgendwelche Polizisten da die Bude stürmen, weil irgendjemand angerufen hat. Ja, ich sehe da den Tweet. Ich glaube, der Tweet, den wir hier bekommen haben von einem Zuschauer, genau, der Typ, der ihn geswattet hat, SWAT nennt man das halt, diesen Trend. Ah, okay. Diesen Trend da. Der Typ hat auch eine ziemlich stabile Community, wie du es hier siehst.
Okay. 18,2 Follower hier auf seinem Twitter. Echt? Ja, siehst du ja. Wer das gemacht hat? Das ist wahrscheinlich der. That kid's house that I swatted is on the news, schreibt er. I didn't get anyone killed because I didn't discharge a weapon and being a SWAT member isn't my profession. Okay. Jetzt redet er sich raus, oder was? Das ist echt traurig. Das ist echt traurig da. Heftig. Das ist echt traurig, Mann. Ja. Aber ihr das seht, ich werde das wahrscheinlich einblenden, da ist auch die Adresse, die da gegeben wurde. I'll have you in prison for 5 years, buddy. Case already gave me all the proof I need. Also auf jeden Fall, um ein paar Euros ging es da, okay, 1-2 Euros. Und der Typ wollte halt... Das ist so krank, Alter. Der Typ wollte halt sein krank, Geld, Digga. Und hat gemeint, ja, sperr dich ein und so und so. Und dann hat er ihn swatten lassen, okay. Heftig, Alter. Das ist echt heftig, wie armselig das ist, Alter. Ja. Aber in Deutschland ist es auch eskaliert, aber halt auf andere Art und Weise. Das war noch, das war nicht so schlimm. Was ist da passiert? Naja, also Tanzverbot, der hat immer Essen bekommen, for free. Ja. Okay, wenn es beim Essen bleibt, könnt ihr mir auch Essen schicken. Ja, aber er hat gedacht, das wurde vergiftet. Viele haben das aber auch nicht bezahlt, ne? Ja. Das ist auch dann, oder Klingelstreich. Aber das musst du dir mal reinziehen. Nur weil er einmal rausgegangen ist und das ein einziger gesehen hat, dass er vor der Haustür stand. Oder dieses bei Montana Black, wo die Möbeln geliefert wurden. Ja, Möbeln, genau. Aber bei Montana Black muss ich sagen, der hat selber Schuld, weil der macht immer seine Roomtour, die er mal gemacht hat in seiner neuen Wohnung, hat er mit einer Drohne abgedreht und er sagt auch immer, aus welchem Viertel der kommt. Also da muss man sich nicht wundern, weil der hat ja schon eine hohe Reichweite, ne? Ja. Und was ich noch lustig fand, jetzt ist es halt ein ganz anderes Thema, wir weichen hier ab, aber was mir so in den Sinn kam, ist ja ein Podcast, können wir reden, worüber wir wollen. Also, genau, das denke ich aber auch. Habe ich mir ein Video gegönnt von... Habe mir ein Video gegönnt, okay, von Spontana Black. Wartet mal, wo ist der? Ich schau mal, wie das Video ist. Eigentlich habe ich nichts gegen den Typen, okay? Ich auch nicht. Ich finde ihn auch eigentlich korrekt, so von dem, was ich höre. Aber er hat halt ein Video gemacht, so 8000 Euro Schaden an AMG und so ein wütender Smiley. Habe ich mir halt reingezogen. Und da war nichts. Naja, okay, da war so ein... Stell dir vor, du nimmst dein Härchen und legst es auf den Tisch. Das war der Kratzer. Also, okay, krass. Ja, und das kostet halt 8000 Euro, weil man angeblich alles neu lackieren muss und so, aber... Also mir würde es jetzt nicht wehtun und vor allem sagt er so, da war ein sehr netter Typ, der ihn selber darauf hingewiesen hat, dass er ihn etwas gestreift hat beim Parken. Und also ich hätte jetzt kein Video drüber gemacht, sagen wir mal so. Ich hätte erstens kein Video drüber gemacht und ich hätte den Typen irgendwie nicht 8000 Euro verlangt, weil von den Typen wird jetzt 8000 Euro verlangt. Okay. Irgendwie müssen die beiden jetzt da drauf kommen. Aufkommen dafür, das ist schon. Und die Frage ist ja immer bei so einem Kratzer, jetzt ich will drauf scheißen. Du musst es dir dann später anschauen, damit du weißt, worüber ich spreche. Die Zuschauer schaut es euch auch an. Das ist sowas, ich gebe keinen Fick drauf einfach. Ich will das ignorieren. Viele sagen hier so, ja, bei Leasing muss man das da verlieren lassen. Muss man nicht. Es gibt eine ganz einfache, wie nennt man das nochmal, Ablebrate oder irgend so ein Scheiß, da werden halt ein paar Euros abgezogen, musst du ein wenig mehr zahlen, aber es sind keine 8000 Euros. Was mir halt da in den Sinn kam, ist ganz einfach, wenn man Daily Uploads macht, man braucht ja auch ein Thema. Also braucht man ja auch ein Thema und man sollte halt nicht auf Krampf, das ist jetzt nichts Negatives gegen ihn, aber ja, meine Meinungen dazu gewesen. Ja. Sonst gab es nicht wirklich was uns heute am Herzen gelegen ist. Und was bei dir, Billy? Was kam bei dir noch so? Ich hatte vorhin einen geilen Livestream auf dem Reportagen-Radio-Kanal. Ja, Spontaner Black, das Video werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Alter, Privatsphäre. Du hast dir einen Tisch gegönnt, oder? Ja, Mann, ich habe mir einen Tisch gegönnt. Hast du einen? Ja. Scheiße. Ich habe jetzt noch... Was ist los? Den Tisch, ist der Tisch ich gesehen, Alter. Nein, ich habe nur auf den Tisch geklopft. Nur wenn mein Schwanz drauf liegt, nur dann wird es passieren. Du hast auch so einen großen Holztisch, ne? Ja, den habe ich auch. Ey, das sind die besten. Das Ding ist, ich habe so einen weißen Ikea-Tisch, der hat mal 180 Euro gekostet. Ja. So, und ich brauche endlich einen etwas größeren, auch mit den zwei Monitoren. Und ich war auf eBay Kleinanzeigen, habe so einer Hippie-Frau geschrieben, 10 Euro nur, Mann.
Ja, bester Mann. Tisch der Welt. Die war sicher so auf JJ, Alter. Ja, ich war bei der in der Wohnung. Die hat ordentlich gekifft, glaube ich. Mhm. Hat die wenigstens gut ausgeschaut? Nee, überhaupt nicht. Okay, überhaupt sonst könntest nicht. Sonst könntest du den Tisch sogar noch einweihen, bevor du ihn bekommen hättest. Okay, ja, dann ist natürlich, wenn sie wie keine Ahnung, Gmocken weiblich aussieht, dann ist natürlich scheiße. Aber kommen wir noch einmal kurz zur Privatsphäre. Was würdest du denn machen, wenn du erkannt wirst, so dass jemand weiß, wo du wohnst? Das ist immer halt schwer, okay? Ja, das ist echt schwer, weil du hast ja jetzt schon eine große Reichweite. Ich meine, du kommst aus Österreich, würdest du hier durch Germany laufen, da erkenne ich, denke ich, mehr. Ne? Das Ding ist jetzt, ich weiß nicht, wenn jemand tatsächlich, es gibt Menschen, die geben, wie du gesagt hast, absichtlich ihre Privatsphäre preis. Ja. Zum Beispiel Montana Black und so, in Amerika diese Jake Paul und Logan Paul, die Leute. Ja. Läuft ja auch gut, wenn man es macht eigentlich. Die haben sogar als ihre Firmenadresse ihre Privatadresse angegeben. Ja. Also das ist in dem Sinne, macht es denen nichts aus. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich bin online eigentlich schon so, wie ich bin, aber ich möchte das trotzdem trennen. Also ich habe jetzt Bock, am Tag wenigstens ein paar Stunden abzuschalten, Netflix zu schauen, chillen. Ja. Es gibt halt eine Zeit, man muss da abschalten, weil wir sind relativ lange in dieser Online-Welt. Es gibt halt Training, es gibt Essen, es gibt Ausflüge mit Freunden und so. Ja, YouTube nimmt viel Zeit ein, ne? Ja, da habe ich eigentlich keinen Bock. Und würde jetzt jemand tatsächlich so, okay, 1-2 Leute im Monat, 3-4, die jetzt zu dir nach Hause kommen und klopfen oder irgend so ein Scheiß, okay. die tun mir jetzt schon leid. Okay, also ich würde halt 1-2 verschrecken, den dritten würde ich zusammenschlagen. Aber dann würde er Real-Life-Stories machen, so wie alle mich zusammengeschlagen hat. Bei vielen waren das schon, dass die echt vor der Haustür stehen. Ja, das Spaß ist beiseite, aber da weiß man halt nicht, was man machen soll. Also dann, nee. Aber denkst du da manchmal dran, dass du, wenn du vor der Haustür stehst, oh, jetzt könnte mich einer erkennen und weiß, wo ich wohne? Schon eigentlich, sogar wenn ich rausgehe, da ist zum Beispiel eine jugendliche Familie eingezogen in der Nähe, wo ich wohne. Ja. Ich gehe einfach so nach Hause, nach der Arbeit, nach Training und die sind halt so in dem Alter unserer Zuschauer. Also die meisten Zuschauer von uns sind eigentlich wirklich erwachsen, aber es gibt auch Zuschauer, die sind normal. Es ist eine gute Mischung bei uns. 13, 14, das ist normal, okay. Und du weißt halt so, es ist genauso eine Zielgruppe, weil du hörst von seinen Kopfhörern, er hört irgendeine Rap-Musik und so. Und da ist es eigentlich unmöglich, dass er dich nicht kennt, weil du... Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ne? Ja. Ja. Dann schaut er dich noch dazu sehr komisch an und denkst dir dann so, scheiße, Mann. So, jetzt wird der Pisser vielleicht meine Adresse freigeben und so. Nicht, weil man Angst hat, so, aber... Nee, es gibt einfach halt die Menschen, Privatsphäre, ne? Es gibt Menschen, die das nicht wollen. Zum Beispiel Familie, keine Ahnung, Lebensgefährte... Lebensgefährte wären es halt bei Freiheit, dass man überall hingehen kann. Ja, was ich noch sagen wollte, so bei Sierra Kid wäre es ein Lebensgefährter. Also deshalb würde ich das schon ungern preisgeben, aber wenn wir zum Beispiel, stell dir mal vor, ich ziehe irgendwann nach Deutschland, irgendwann wird alles sehr viel größer, so in 3-4 Jahren, und wir haben sowas wie Unge und Mimi und so ein Streaminghaus oder sowas. Die Adresse dürfen die schon wissen, das ist mir egal zum Beispiel. Weißt du, weil da sind wir nur die Zeit, in der wir was für die Online-Welt machen, okay? So, auch wenn ich mit dir und mit dem Team so da 6 Stunden bin, können die da sein, ist mir egal. Aber bei mir genau. Wenn ich zu Hause bin ich zu Hause einfach. Also das ist halt bei mir so. Und wie ist das bei dir? Bei dir ist es ja noch etwas drastischer, du magst es auch nicht, dass man dich sogar. Nee, also ich bin halt komplett anonym. Ja, es gibt gar nicht so viele YouTuber. Ich glaube, ein richtig großer YouTuber ist German Let's Play. Ja, der macht so Minecraft-Videos. Genau. Ich habe schon 1-2 Zuschauer getroffen, muss ich zugeben, die in der Nähe waren. Ja, das hat einfach gepasst. Die wissen, wie ich aussehe. Also die wissen das wirklich. Aber ich würde natürlich keine Fotos oder sowas machen. Und ich wohne auch in einer Großstadt. Da fahren Schulbusse vorbei. Das dauert nicht lange und dann hat man meine Adresse. Aber ich genieße es halt einfach. Ich kann...
Ich meine, ich habe jetzt nicht die größte Reichweite, aber damals, wo ich meinen Kanal noch hatte mit 70.000 Abonnenten, da hat mich wirklich jeder Sechste erkannt. Und ich genieße das einfach, dass mich jetzt mittlerweile überhaupt niemand mehr erkennt und ich kann machen, was ich möchte. Und das ist wunderschön. Ja, ich kann mir halt vorstellen. Aber ich bin trotzdem Community-nah. Also ich bin auf Instagram am Durchdrehen, in den Livestreams. Ich mag das schon mit der Community, aber ich mag halt auch dieses einfach Private, ne? Ja, irgendwann ist das Problem. Ich denke mir auch so, wenn du Freundin hast oder irgendwas hast, Alter, so Keller... Die sind halt irgendwann, die wollen ja auch, dass du Zeit für die gibst und wenn du zum Beispiel irgendwo in der Stadt mit ihr unterwegs bist oder so und das fuckt einfach ab dann, glaube ich. Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es abfuckt. Oder also überleg dir, ob du nach Germany ziehst. Also ich muss auf jeden Fall nach Deutschland ziehen, ich werde auf jeden Fall nach Deutschland ziehen. Ja. Aber das managen wir schon irgendwie. Also, Ich hab eine lustige Geschichte. Ich hatte ja mal diesen Kochlöffel-Drama. Ja. Da habe ich mir Cheese Pommes gekauft und die waren ja völlig versifft und ekelhaft. Dann habe ich das auf Instagram gepostet. Genau, und Kochlöffel hat sich entschuldigt in einem Brief, habe ich auch auf Instagram gepostet. Da steht auch Herr Reportagen. Ja, tut uns noch mal leid für die Unannehmlichkeiten und haben auch einen Gutschein gegeben und. Und dann war ich nochmal bei Kochlöffel, bin da vorbeigegangen und da haben halt zwei Kids geschrien, Payback for Reportagen. Und ich stand genau daneben und die wussten das einfach nicht. Weißt du? Das war so krass, Alter. Das war so krass. Da habe ich mir gedacht, holy moly, Alter. Das ist cool. Alter, aber stell dir mal vor. So noch nie erzählt. Die wüssten, dass du dort bist irgendwie und dann kommen so 10, 20 Kinder zu Kochlöffel und stürmen da so Schein. So, Payback for Reportage. Ja, ich bin einfach an Kochlöffel vorbei und auf einmal haben die es geschrien, Alter. Haben die einfach da geschrien oder was? Ja, einfach geschrien vor Kochlöffel. Ich bin an Kochlöffel so vorbei. Payback for Reportage. Wir müssen 13, aber es ist auf jeden Fall, Alter. Ich habe mich umgedreht und habe gedacht, holy moly, Alter. Scheiße, Mann. Boah, das ist arg, Mann. Das ist arg. Habe ich so auch noch nie erzählt. Müssen sie auch andere Zuschauer gehabt haben von dir, dass da vor Ort waren und rumgeschrien. Ja, keine Ahnung, ey. Das ist echt arg, Alter. Ja, das ist halt das, was die... Privatsphäre, Reichweite, Adressfreigabe und man checkt nicht, was das außerhalb anrichten kann. Ne? Genau, jetzt haben wir das halt anhand dieses Podcasts etwas am Anfang gesehen, ein paar Sachen besprochen und ich denke auch, dass das genug für den Podcast heute ist. Ja, ich finde es auch schön, dass die Leute immer Sachen erfahren von uns. Du ziehst nach Deutschland, das hast du auch noch nie gesagt. Habe ich auch noch nie gesagt, also jetzt wisst ihr es. Ich ziehe in circa einem Jahr nach Deutschland, also maximum einem Jahr. Also das wird auf jeden Fall alles geil. Such dir eine Kellerwohnung. Also als erstes, Freunde, müsst ihr mal schauen, wenn ihr Wohnung besichtigt. Aber wir werden das alles zusammen besichtigen, das wird geil. Eine große Kellerwohnung. Keller ist das erste, Alter. Eine Wohnung ohne Keller ist wie... Ich stelle mir das so vor, wenn du da hingehst, Alter, und erstmal in den Keller guckst. So wie Lok, so. Michael ist da. So, hallo, ich bin die Wohnung besichtigen. So, ja, hätten Sie irgendwelche Fragen? Kann jemand den Keller sehen? So, was? Oh, herrlich. Halt mal die Fresse, du Nutte, Alter. Zeig mal den Keller. Scheiße, Podcast ist jetzt nicht mehr werbefreundlich. Boah. Naja, stimmt. Okay, das war ja schon längst nicht mehr nach dem Tod von den einen Typen aus COD. Ja. Pussy-Tube. Aber sowas von, ne? Da kann man nichts machen. Tja, Freunde. Mich freut es auch irgendwie, dass ihr immer mehr erfahrt. Persönlich die Geschichte mit Reportagen und Kochlöffel und Payback, das habt ihr auch noch nie so gehört. Ich auch nicht. Das ist geil auf jeden Fall. No. Und ihr könnt euch das einfach ganz gechillt beim Rumliegen jetzt gönnen, Alter. Morgen kommen, was kommt morgen nochmal? Horror-Stories, oder? Genau, Horror-Stories. Bam, drauf freue ich mich richtig, Alter. Die Horror-Stories, ihr könnt uns die Geschichten, die ihr erfunden oder wirklich erlebt habt oder von irgendwo gehört habt, auf die E-Mail schicken, die beim Kanal verlinkt ist. Kanalinfo klicken, Geschäfts-E-Mail anzeigen. Dort könnt ihr die E-Mail schicken oder privat auf Instagram auf den jeweiligen Account gespannt. Von mir da oder Reportagen. Wir haben schon ein paar. Ja. Ich bin richtig gespannt. Auch auf Instagram habe ich ein paar bekommen. Ja. Ich werde die vortragen und du musst erraten, ob die echt sind oder nicht. Ja, das wird geil. Das wird auf jeden Fall geil. Und übermorgen folgt dann dieses Real-Life-Stories-Format. Ich und Billy erzählen zuerst ein paar Real-Life-Stories und dann eure. Nächste Woche folgen dann eure. Würde mich auch interessieren. Ja, und so geht's weiter auf jeden Fall. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, Freunde. Ich lasse die abschließenden Worte den lieben Billy. Dankeschön. Danke.
bitte, meine lieben Kinder, lasst ganz viele Daumen da. Wir haben euch ganz doll lieb. Nein. Natürlich nicht. Nein. Denke mal nicht, bis eure Penis.